Servus und herzlich willkommen zu Probier.TV. Mein Name ist Martin, ich bin Bierblogger bei Probier.at und hier bei Probier.TV, da teste ich für euch die Biere der Welt, die ich vielleicht auch von meinen Urlauben mitgebracht habe. Und das ist im konkreten Fall das Atlas Brewing Rookery Rye IPA. Ein Bier, das nicht nur aus der Dose kommt, sondern auch aus Chicago. Und ich war vor einigen Wochen in Chicago und ich bin immer sehr, sehr dankbar dafür, wenn es Biere in der Dose gibt, die tragen nicht so wirklich fürchterlich auf beim Transport im Flugzeug. Und da habe ich mir ein paar Dosen mitgebracht. War auch Teil der Bierverlosung hier bei Probier.TV, als ich an Weihnachten ein paar Bierpakete verlost habe. Da war zumindest für einen Gewinner war das Atlas Rookery Rye IPA, also eine Roggen IPA, mit dabei. Und für mich ist es noch ausständig hier im Blog und das hole ich heute definitiv nach. Machen das Ganze mal auf. Atlas, eine kleine Brauerei in Chicago. Und ja, das Thema Roggen IPA ist sicher auch ein großes in den USA. 6,7% Alkohol hat dieses Bier, kräftiger Schaum in diesem Bier. Hat eine schöne goldgelbe Farbe, ganz klar, da dürfte auch filtriert worden sein, da ist kaum Trübung zu sehen. Und wie gesagt, eine kräftige Schaumkrone hier auf diesem Rookery IPA von Atlas Brewing. Im Aroma, wie wir es vom IPA aus den USA eigentlich kennen, Zitrone, Limette, also in allen Variationen, da tut sich richtig viel und da liegt doch der Schaum oben drauf. Und natürlich auch getreidige Roggennoten, sonst wäre es ja kein Rye IPA. Also dieses Bier hält zumindest mal vom Aroma das, was der Name verspricht. Na, das ist aber ordentlich bitter. Mal schauen, ob da irgendwo drauf steht, wie viele Bittereinheiten das Ganze hat. Na, hier ist nur der Alkoholgehalt erwähnt, aber dieses Bier dürfte deutlich auf der bitteren Seite zu Hause sein. Sehr, sehr kräftige Bittere, aber auch eine leichte Süße, die mit der Bittere schön im Wechselspiel steht. Das Ganze dann auch schön ausgleicht an der Stelle. Spannend auch, dass es im Mittelteil so eine wirklich leicht ölige Textur bekommt, dieses Bier. 6,7%, ich weiß, also mich jetzt würde jetzt tatsächlich mal die Stammwürze interessieren bei diesem Bier. Wie gesagt, leicht ölig, eher mittlerer Körper und natürlich eine kräftig prickelnde Kohlensäure, wie wir das von den IPAs kennen aus den USA. Also maximale Erfrischung, wie es dann eben bei diesen Bieren gerade noch so geht. Im Finish dann eher bleiben die zitronigen Zitrusfrüchte, Krebsfrucht, auch so ein krebsfruchtschaliger Geschmack, aber es kommen eben jetzt auch diese Roggennoten auf. Sehr brotig das Ganze, getreidig, aber kräftig trocken. Also es ist wieder sowas, was einem den Mund komplett zusammenzieht. Der Roggen eigentlich macht sich erst im Nachtrunk wirklich bemerkbar. Bis dahin ein auch das passiert mal, kurz der Akku weg gewesen, aber wir waren gerade hängen geblieben bei dem Atlas Brewing Rye IPA. Bis zum Finish eigentlich ein IPA, das, ich würde sagen, in den USA nicht zu selten vorkommt. Kräftige, bittere, schöne Zitrusfrucht ölige Textur, Walz, das wir eben gerade besprochen haben, aber im Nachtrunk, da kommen dann eben, wie gesagt, diese Roggenaromen auf, die brotigen Töne und auch dieser Nachgeschmack, dieser brotige Ton, der bleibt eben sehr, sehr lange auf der Zunge und das macht dieses Bier dann doch sehr, sehr speziell. Macht sehr, sehr viel Spaß. Bin mir auch sicher, der Karl Trojan aus der Schremser Brauerei, der ist ja sehr, sehr stolz auf sein Roggenbierwasser. In Schrems Brau zu Recht vor allen Dingen, aber dem wird dieses Bier auch sehr viel Spaß machen, denn er ist ja einer derjenigen, die sagt, mit Roggen zu brauen, das ist gar nicht so einfach. Ich muss sagen,
bei dem Rye IPA von Atlas Brewing. Die wissen auch, wie es geht. Und ja, das ist ein Bier, was es leider sehr, sehr schwierig in Europa zu kaufen gibt. Aber wenn ihr mal die Gelegenheit habt, in Chicago seid, dann haltet Ausschau nach dieser Dose. Rookery heißt das Rye IPA von Atlas Brewing und mit 6,7% Alkohol auch ein eher kräftigeres Bier. Das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich, wenn ihr dieses Video liked, wenn ihr eure Kommentare abgibt, Facebook, YouTube oder im Blog. Ihr habt immer die Gelegenheit, da unten eure Kommentare loszuwerden. Vielleicht kennt ihr dieses Bier ja auch, dann schreibt mir, wie es euch gefallen hat. Ansonsten hier unten Kanal abonnieren oder in der Endcard dann auf den entsprechenden Button drücken. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder bei Probier TV mit dem nächsten Bier. Und in diesem Sinne, Prost, Tschüss und Baba.